Danke. Dieser Typ. Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays The Crew. Und wir sind nicht alleine, mit dabei haben wir den Anschluss. Warte mal, jetzt labert, Moment, das Schiff labert gerade dazwischen. Das ist perfektes Timing. Ja. Wenn ihr die Party verpasst. Ah, ja, gleich geht's weiter. Hier ist gerade ein bisschen Chaos. So, fertig ist er. Ja, hallo, herzlich willkommen, lieber Angelus. Moin, moin. Wir versuchen hier gerade noch gegen ein völliges Chaos hier gerade. Also der Angelus ist der Silber, ne? Der andere, keine Ahnung wer das ist, der bumst uns hier die ganze Zeit schon an. Eigentlich wollten wir diese Täuschen- und Tricksen-Mission machen hier. Und ich würde mal sagen, du bist ja bei mir noch gut drin. Ich würde sagen, wir starten. Alles klar. Jetzt. Danke. Öffnen und annehmen. Annehmen, super. Mission beginnt gleich. Ich habe die schon ein paar Mal probiert. Das ist eine echt üble Mission. Du hast sie ja Gott sei Dank schon geschafft. Ja, es war trotzdem sehr, sehr, sehr frustrierend. Also, wenn man sieht, erforderliche Fahrzeugstufe 638 und ich habe fast 1000 und du hast fast 1000. Nee. Alex, was machst du? Troy ist in dem Bus. Der Typ, der dich umbringen wollte. Ja, und wo bist du jetzt? Ich habe gerade das Intro. Ich weiß. Ich auch. Aber sonst komme ich nicht ans Schiff ran. Gut, hol ihn raus. Ich lass ihn überwachen. Ich bin ja gespannt. Okay, Alex. Eine Hundestaffel. Ach, du bist elf. Du kannst dich um den Bus kümmern. Sehr gut. Aber du ziehst mir einfach weg, ey. Und ich bin. Und der Bus zieht vor allen Dingen weg. Das wird sich auch nicht ändern. Nein, das ist ein gepanzerter Bus Gefangenentransporter. Der zieht einen. Das ist erwischt. Scheinbar hat der Busfahrer einen Plan B. Ach, holt ihn euch. Ich hab ihn auch erwischt. Oh, sehr gut. Ist auch schön, dass er nicht doppelt so viel Energie hat, nur weil wir zu zweit sind. Echt jetzt? Nee, ein Glück nicht. Bring es hinter dich, Alex. Ich wollte schon sagen. Ja, pass auf, gleich kommen die Bullen. Und das ist so weit weg. Schlag schon zu, Junge. Oh ja. Gleich kommen die Bullen und das wird richtig aggressiv. Du kennst das ja schon. Ja, die kleben so an einem. Ja, vor allen Dingen. Ich habe, als ich das letzte Mal probiert habe, das ist so unrealistisch, weil die einfach mal vor dir spawnen mit 100 km/h und beschleunigen auf dasselbe Tempo. Ja, genau. Du fährst 200 und die mit dem. Hast du auch aber schon denn der Bus? Hinter uns. Es ist vorbei, Zentrale. Wir können ihn nicht mehr folgen. Da ist es. Okay. Da zieht er wieder. Ja. Der zieht einfach mal so zwischendurch. Sowas von weg. Und ich. Oh, die scheiß Bullen, ey! Ist er eigentlich jetzt doppelt so viele, weil wir zwei sind, oder? Nee, ich glaube nicht. Zeig's ihm, Kleiner. Schlag schon zu, Junge. Es ist vorbei, Zentrale, wir können ihn nicht verfolgen. Ich glaube, die haben mich verloren. Ja, ich glaube, die jagen alle dich. Ja, super, dann mach du den Bus platt. Ja, ich hab ihn schon auf 50 runter. Die Straßensperren sind jetzt hier getroffen, Zentrale. Ich hab. Alter, die Scheißbullen, ey. Ja. Boah, jetzt hab ich sie. Jetzt wollen sie wieder zu dir. Noch ein paar Treffer. Komm schon, fast hab ich ihn. Schlag zu, Kleiner! Ah, fast! Ah. Also ich habe auch eben nochmal. Ich hoffe, du verfolgst das. Ja, 30 hat er noch. Der einzige Bedeutende dort ist dein alter Freund Troy. Oh, fuck! Was können wir tun? Ich habe ein Auge am Himmel. Wir lassen ihn gehen und. Oh, diese Scheißbullen, ich komm nicht mehr hinterher, die konnten mich nur weg hier. Ja, ich glaube, ich krieg ihn jetzt noch. Ich bin ein ganzes Stück noch, ich bin noch voll im Kanal drin. Ich teste jetzt die Bremsen. Ja, jetzt habe ich alles um mich rum hier. Ja, ich bin hinter dir. Nein! Bin an ihm dran, ich ramme ihn gleich. Ich muss mir das einmal auf deinem Kanal abgucken, mit einem Lüge. Du verlierst ihn! Und du verlierst auch immer Geschwindigkeit. Irgendwie habe ich jetzt keine Streife mehr hier um mich gemacht. Nee, die habe ich alle. Aber ich habe den Bus auch gleich. Ah, nein! Ich bin im Kanal drin und ich komme nicht mehr raus. Verdammt, wir haben eine Einheit verloren. Er hat noch 8. Ja, wir müssen ihn auch. Mach das! Mach das! Nein! Die Bullen haben mich gedreht. Wir haben ihn verpasst, Zentrale. Aber gut, aber. Komm her! Aber so weit hatte ich ihn noch nie. Also, wo ist der denn? Von dem, wo bin ich? Ah, ihr seid. Voll weit weg. Hab ihn! Basti, ja. Ich danke dir. Boah, gerade so. Ey, ich hab's bestimmt schon 2-3 Stunden probiert mit diesem scheiß Bus, ey. Ja, es ging mir genauso. Boah. Mission erfüllt. Zweiter bin ich nur. Egal, das akzeptieren wir mal so. Silber. Du hast Silber bekommen? Ich hab Silber.
Nee, ich habe Bronze bekommen, Entschuldigung. Okay. Naja, vor allem das Teil kann ich nicht nutzen. Minus 45. Ja, 46. Oh, sei Dank, ey. Und Drecksau auch. Dieser Bus, ey, das ist so unrealistisch. Das ist ein gepanzerter Gefangenentransporter und der zieht einem einfach mal weg. Ja, und das ist, boah, unglaublich frustrierend. Ja, ich hab... Wann hab ich das gemacht? Heiligabend hab ich das abends gespielt. Ich hab hier in der Bude rumgeschrien. Ich glaub, mein Vermieter, der über mir wohnt, hat gedacht, der Junge ist da um den Bett gestorben. Vermutlich. Ja, vermutlich. Nicht eingelegt. Weißt du, was nicht eingleicht? Irgendwas in Los Angeles, Trophäe habe ich schon wieder bekommen. So, was machen wir jetzt noch so? Weiß nicht. Mit rumheizen könnte man. Ja, womit und wohin? Die Salzwüste ist cool, da bin ich vorhin mal durchgeheizt. Ja, die ist geil, warte mal. Ach nur, du bist der Crewleiter, da musst du den Wegpunkt legen. Dann erscheint er auch für mich. Okay. Da ist aber wo ist denn das? Oberhalb von Las Vegas. Stimmt, da oben. Ja. Dann nehme ich aber den Rennwagen hin. Ja, sowieso. Vorhin irgendwie jawohl, mit 400 noch was durchgeheizt. Ja, da mit 380 kriegst du eine Trophäe, gell? Ja, bei 402 auch immer. Ah, okay. Also ich habe vorhin nur 378 geschafft. Das ist ein bisschen frustrierend. Ist total frustrierend. Ja. Ja, ich pack übrigens den Link zum Booten in die Beschreibung unten rein. Dann könnt ihr ja sehen, wie er mich gerettet hat und mir den Bus geholt hat. Ja, das... Da gibt's dann auch noch zu sehen, eine Stunde lang, wie ich mich über diesen scheiß Bus aufrege. Ich hab's irgendwann aufgegeben. Ich hab, wie gesagt, ich glaube Heiligabend habe ich das gespielt. Als ich von Arbeit gekommen bin, ich habe das bestimmt 2 Stunden lang probiert. Ich habe irgendwann so die Schnauze voll gehabt. Ja, ging mir auch so und dann habe ich es abends nochmal eine Stunde probiert und dann habe ich es ein Glück geschafft. Ja, das war ja noch die Geschichte, meine Katzen habe ich ja erzählt, gell? Ja, mit der Festplatte. Das war ja genau einen Tag vorher und das hat mich alles so angekotzt. Deswegen habe ich jetzt auch zwischen Weihnachten und Silvester nichts gemacht. Also es ist ja die erste Folge, die jetzt wieder online geht. Weil ich einfach ein bisschen Pause brauche. Bist du eigentlich noch hinter mir? Ein paar Meter, ich habe gerade ein Auto geknutscht von hinten. Dann warte ich mal auf dich. Ich hab schon wieder. Ja. Und ein Taxi getroffen. Willst du lieber ein Taxi nehmen? Ja, ist glaube ich sicherer für alle. Machst du ja noch GTA? Ja, ich hab mir auch schon gedacht, so wenn man einfach nur schießen könnte, währenddessen man. Ja! Oder mal aussteigen und ein anderes Auto mitnehmen von einem anderen Spieler. Ja. Oder zumindest bei diesen Jagdmissionen, damit man diesen scheiß gepanzerten Bus kleinkriegt. Ja. Oder hier zum Beispiel, wir fahren so viel Geldtransporter rum. Ja, könnten wir uns super ausstatten. Ah! Was machst du denn? Ja, ich bin hinten in den Transporter reingefahren. Ich muss die Flugmission nochmal machen. Ja, ist mir das gleiche passiert. Nur ein Stück weiter. Oh, hier wird mir ein verstecktes Auto in der Gegend angezeigt. Ja. Ich hab ja schon alle. Ah! Ich hab ja schon alle versteckten Autos. Da hab ich mich noch gar nicht drum gekümmert. Nur die ich aus Versehen gefunden habe, habe ich mitgenommen. Ich hab da mal ein paar Videos draus gemacht. Ja, hatte ich gesehen. Die ganzen versteckten. Ja, Ausfahrt verpasst. Ach, du fährst die Fluchtmission nochmal, ne? Ja. Das ist ja eine schöne Mission, wenn nicht der ganze Verkehr wäre. Ja, das ist sehr ätzend. Ein Test, ein Fluchttest. Ja, müsstest du jetzt hier irgendwann langkommen. Ich habe mich immer auf die Brücke positioniert und guck. Ich will da ja schon... Oh! Also mit dem Rennwagen ist das eine Katastrophe. Weil die Karre so, reagiert auf die kleinste Unebenheit. Ja, Silber habe ich geholt. Komm übrigens im Rasen da oben. Ah, da. Ich habe mich schon gefragt, was du da in dem Berg machst. Ja, da hat es mich weggefegt.
Gott, wie der. Oh, warte mal, ich geh mal. Bist du auch mit dem Rennwagen unterwegs? Ich bin mit dem Rennwagen, ja. Okay. Hallo! Das Ding hat wenigstens eine vernünftige Beschleunigung. Ich glaube, du bist eine zu früh raus. Ja, ich merk's auch gerade. Das passiert mir öfters. Das passiert mir auch oft im wahren Leben. Also, ich hab. Ach, jetzt quatscht er mich wegen der anderen Mission hier an. Aber die mache ich jetzt nicht. Wir wollten ja auch in die Salzwüste. Einfach nur mal einen Spring machen. Gucken, was da so ist. Springen? Ja, nee, ich glaube, Springen gab es ja gar nicht, aber. Nee, nicht so ein Scheiß. Vor allem nicht mit dem Auto. Oh, Beutetest. Na super. Nee, nicht mit dem Auto. Er flitzt ins Gelände. Keine Chance. Zertrümmere deine Ziele. Nein, das klappt nicht. Ja, der Geist fährt mit einem H1. Ja, natürlich. Den interessiert das Gelände doch noch nicht. Ja, ja, nicht wirklich. Den werde ich mir aber auch noch holen, den H1. Kostet irgendwie Millionen? Nee, ich glaube, der... Nee, so viel ist, teuer ist der, glaube ich, gar nicht. Komm, ich breche das mal ab hier. Oh, ich habe es jetzt einfach auslaufen lassen. Ja, ich habe es abgebrochen. Den H1 bin ich mal Probe gefahren. Ich glaube, den gibt es in Los Angeles oder Las Vegas oder so. Die Karre Maximalgeschwindigkeit, also im Standardmodus 90 km/h. Ist ja auch ein halber Panzer. Ja. Vorne ist wieder ein Auto. Verstecktes. Okay. Sehe ich jetzt da nur. Da bist du wieder. Sehe ich nur, weil das bei mir aufgedeckt ist. Hm. Aber hier bei dem. Nee. Okay. Ja. Oh, du hast. Entschuldigung. Hab dich gerade von der Straße geschossen. Ja, du siehst, mit dem Auto hast du nicht von der Straße geschossen. Also über Bande sozusagen. Genau. Ja, ich mach gerade den Slalom hier. Ach, verdammt, ein Tor. Na. Ah, du Arsch! Das war nicht beabsichtigt. Na, wenigstens habe ich Bronze bekommen. Du hast Hoppla, Entschuldigung. Kort aufgestellt. Oh, plus 3. Hey, na klar. Ab ins Auto. Hab ich 1030. Oh, noch so ein Beuteding hier auch auf dem Weg. Oh, der verrückte Franzose ist online. Ich habe da einen im Livestream kennengelernt. Der hat alle 139 Autos. Also alle Autos auf allen Ausbaustufen mit fast alles maximal. Wie macht man das? Es gibt eine Mission, eine Fraktionsmission, die hat er mir gezeigt. Wenn du die gewinnst, kriegst du 8800 Bucks und mit einer kleinen Trick kannst du die innerhalb von nicht mal einer Minute gewinnen. Okay. Du bist gerade an mir vorbeigefahren. Ja, wir fahren auch gerade vollkommen falsch. Ja, ich merk's auch gerade. So nach 2 Kilometern. Hoppla, falsche Richtung. Ja, typisch Sascha. Passiert mir öfters. Nee, aber da brauchst du wirklich ein gut ausgebautes Rallye-Auto für. Okay. Und dann das hat er eben stundenlang gemacht und hat sich dann so nach und nach alle Autos gekauft. Gut. Ja, hat er mir mal gezeigt. Raser wurde gemeldet. Brauchen Einheiten zur Verfolgung. Verstanden. Also so die Story über verdient man ja nicht unbedingt viel Geld. Nee. Ich hab die ganzen Sehenswürdigkeiten hab ich ja abgeklappert. Da hast du ja mal knapp 500.000 Bucks bekommen für. Für alle? Ja, für alle zusammen. Das sind 240 Sehenswürdigkeiten und für eine Sehenswürdigkeit gibt es 2.000 Bucks. Okay.